Previously on The Walking Dead. Shut up, Carly! Ugh, I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem? You're not coming with us. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. Y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. To help find a boat, it's our best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. Okay, we'll look for them. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. The Walking Dead. Episode 4 – Hinter jeder Ecke. Can't I just hold it? Nein, frag mich nicht nochmal. Nicht jetzt, Clementine. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was ich gerade gewählt habe. Okay. Okay. How's Omid? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Du hast recht, lass uns anhalten. Kenny, wie weit noch? Kenny, how much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? It sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. Ich weiß, was ich gesehen habe. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive! If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Bist du im Turm? Hallo? Wer ist da verdammt? Who the hell is this? Hello? Hello? I said answer me! What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about?
Shit. Shit. Leute, weg da. Weg da. Er hat recht gehabt. Verdammt. Ach du Scheiß. Ach Mist, weg hier. Everybody, run! Ja, tut doch was. Nein. Kitty! Hilf ihm. Komm schon. Little too close. Don't you think? Nein. Wow. Wow. Okay, ich muss besser zielen. Ich muss vor allem Clementine helfen. Shit. Shit. No! Danke. Oh, Kacke. Ich bin mit dem Controller so schlecht mit dem Zielen, ey. Unglaublich. Move your asses! River Street's right up ahead! That's not all. Was mache ich denn jetzt? Give me a fucking break! Wait, where the hell's Chuck? Nein, nicht Chuck, nicht Chuck. Nein, 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 nein. Ja, komm schon, hilft ihm. Irgendjemand, irgendwie. Egal wie. Nicht Chuck, bitte. There's no time. We gotta go. Now. I'll be fine. Er kommt überhaupt nicht klar. Georgies erste Stadt. I'll get the door. Nein, sein Bein. Verdammt. Was ist mit Chuck? Okay? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've got to get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before Hang uns einfach da rein. Ich werde einen Weg nach innen finden. Went. You know they can smell blood. Let me see if I can find us a way in. Oh Mist, ey, das war okay. Erstmal herzlich willkommen in der neuen Episode von The Walking Dead. Looks like something was buried here. Just a doghouse. Hier wurde irgendwas vergraben. Wie wichtig ist das? Weiß ich noch nicht. Ich beeile mich. Ich bin total geflasht. Ich sollte plötzlich mit RT schießen, was ich auch noch nie gemacht hatte. Ich war so fixiert darauf mit A und Ö und habe ich zwar schnell kapiert, hat aber mit dem Zielen trotzdem nicht besser geholfen, weil ich gar nicht wusste, wo ich zuerst helfen soll. Die Zombies gingen auf mich zu, sie gingen auf Clementine zu. Wie immer, kennt ihr ja. Wahrscheinlich kriege ich auch gleich wieder einen fetten Daumen runter von irgendwem, dem es nicht gefällt, dass ich nicht schnell genug besser ziel. Ja, macht einfach, wie ihr meint. Ich gebe jedenfalls mein Bestes, wie ich eben kann. Vor allem mit dem Controller. Und es gibt immer Leute, die alles besser können, ist mir auch klar. Aber wie gesagt, ich spiele halt so gut ich kann und so schnell ich kann. Und wenn es halt bedeutet, dass ich manchmal eine Szene nochmal machen muss, dann ist das so. Boah, Clementine, ich spreche sie mal an, wie es ihr geht. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Nein, sie haben uns nicht gesehen. Versuche ruhig zu bleiben. Try not to worry. Even if they saw us, they can't get in here. We did. Why can't they? We're a lot smarter than they are. They're just like dumb animals. They can't open doors. He used to have a pet hamster. One night, he figured out how to open the door to his cage. And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies. I don't think this is quite the same, Clem. Yeah, right. This time we're the cookies. Just stay away from the cage. And we'll see about getting us inside the house. Ja, besser ist. Gut. Das ist gut. Dann ist sie da nämlich schon mal weg. Finde ich in Ordnung. Wie sieht's mit dem Bein aus? How's he looking? I'm all right. You're not all right.
You've reopened your wound, you're losing blood, and God only knows what might have gotten in there. It could be infected, it could be... No offense, but you really need to work on your bedside manner. Wir kümmern uns darum, sie hat recht, es sieht... She's just worried about you, man. Don't worry. We're gonna get you fixed up in no time. Just as soon as we're inside, okay? Okay. Thanks, man. Please go and help Kenny. We need to get him inside now. I'm on it. Just sit tight. Hey, I'm not going anywhere. Okay. So, schauen wir uns echt mal weiter um. Was ist mit Ben? Was hat er da? Ben. Meinst du, wir kriegen die Fenster auf? Think we can get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah, looks pretty solid. Hmm. About what happened back there on the street? I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Duh. Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. Oha. I hear you. How do you think Kenny's holding up? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck, at least not with me. Maybe we should just let him deal with it in his own way. I'm gonna go check things out. Ja, all right. Ich wollte jetzt gar nicht so ausschweifend sappeln. Trotzdem klicke ich sie mal an, weil es halt geht. So, wie sieht's aus? No way we're gonna force that open. Not without making a lot of noise, at least. Meinst du, da drin ist jemand? You think maybe someone's still inside? Nah, we'd have heard from him by now, all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hole up. We can just figure out how to get in. How's it coming? Found a way in yet? Door's locked up tight. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seeing it. Hm. Think I'll go have a look around. Ja, lassen wir mal das Smalltalk-Gerede für eben, für den Moment. Ah. No way I'm gonna be able to bust through that. Was haben wir hier? Not thirsty enough to drink that yet. Mhm. Ist da noch mehr? Ist da irgendwas? Not thirsty enough to drink that yet. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Können wir das wegen der Schaufel die ganze Zeit nicht... I don't think I want to start digging up God knows what until we find a way into the house first. Ja. Aber irgendwie muss ich ja einen Weg finden. Was hat es mit dem Brunnen auf sich? Was hat es mit der Hundehütte? Ist denn da nichts drinne? Ja, aber da drinnen? Kannst du da nicht mal tiefer... Nee, okay. Okay. Da ist auch nichts. Nenü? Was übersehe ich? Nee, mit ihm reden will ich nicht. Was hat es mit der Klappe hier auf sich? Wieso immer die Schaufel? Ich habe doch gar keine... Hier wurde vorhin auch ein Schlüssel angezeigt, ne? Genau. No way I'm gonna be able to bust through that. Na gut. No way I'm gonna be able to bust through that. Okay. Was ist hier? No way I'm gonna be able to bust through that. No way I'm gonna be able to bust okay. through that. Nee, das macht er alles nicht. Das nach oben vielleicht mal gucken. Hä, was hat es denn dann hiermit auf sich? Looks like something was buried here. Ja, dann buddel doch mal. Naja, sieht aus wie ein Grab, ne? Ist klar, man denkt, das ist ein Grab. Und das möchte er natürlich nicht aushebeln. Bin ich jetzt doof? Jetzt geht er wieder dahin, ne? Irgendwann werden die uns noch finden, weil ich hier so lange brauche.
Hallo. Was habe ich übersehen? No way I'm gonna be able to bust through that. Ja, dann quatsch nochmal mit Kenny. Making any progress on that door? Hm. Läuft super, Leute. Ich bin der geborene Survivor. How you guys doing? Not great, so long as we're stuck out here. Will you please go figure out a way to get us inside? Ja, wie wär's, wenn du mir mal hilfst, Olle? Warum ist die immer so harsch? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute immer so ne. Das Komische ist, dass er immer... Ja, dein Durst. Als ob er zwei Sachen hier immer anguckt. Ja, jetzt guckt er sich wieder den Erdhügel an. Yeah, der Erdhügel. Spannend. Aber wenn ich die Schaufel schon angeblich bei mir habe, warum kann ich dann nichts tun? Ja, dann grab was anderes. Was kann ich denn mit der Schaufel machen, wenn ich sie schon habe? Kann ich beim Tor noch was tun? Nö. Kann ich nicht. Kannst du damit... Nein, du kannst nichts tun, ne? Du hast eine Schaufel und kannst nichts tun. Hm. Tja, Leute, ich hab gerade keinen Plan, echt. Also ihr merkt das ja, ich laufe hier stundenlang hin und her. Er will es ja auch nicht ausgraben. Oh Gott, ja, ich... keine Ahnung. Ich muss doch irgendwas tun können. Ich werde das niemals durchstoßen können. Wir werden niemals hier rauskommen. Mimmi. Will we be inside soon? Nö. Not much longer now. Doch. I hope so. It's getting cold out here. Tja. Zieht euch warm an. Bei meiner Technik hier. Ey, das ist doch... zum verrückt werden. Don't think I want to start digging up God knows what until we find a way into that house first. Tja. Werde ich jetzt einen Cut machen müssen, weil ich keine Ahnung habe, was ich tun soll? Ich weiß es nicht. Denn ich habe keine Ahnung. Kann ich mit der Schaufel nicht irgendwo was graben? Ist irgendwas in den Büschen? Irgendein blöder... Weg nach oben, unten, sonst wohin. Hundeklappe interessiert ihn ja auch nicht. What's this? Looks like there's some kind of pet door. Ja toll, here. So weit war ich auch schon. Och nö, ne? That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Bullshit. Every day's a school day. All right, so where's the dog? Das war so klar, ne? Nur weil ich das jetzt nicht angeguckt habe, die blöde Hundeklappe, sondern die ganze Zeit mit der Schaufel darauf geklickt habe, ja. Ist okay. Empty. Genau, das wäre ja viel zu einfach gewesen. Hey, be careful. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, I hear you. What's buried down there? Bleib weg, ich weiß es nicht. Das... keine Ahnung. Don't know yet.
Clementine, honey, come sit with me in Omid. Let Lee work. Tut mir leid für meine Doofheit. Oh God, the smell. Dass es so lange gedauert hat. Ja, es stinkt. Eklig. Oh, ein armer Hund. Ich muss ihn anfassen. Can't get it off. Okay, that is not cool. Sie bricht auch noch direkt. I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay? Da hätte sie doch auch mal kurz woanders hingehen können, oder? Ich meine, man merkt doch, dass es hochkommt. Ja, schön. I don't need that anymore. I'm done digging up dead dogs for today. Okay, genug tote Hunde. Sonst noch was? Stinks like hell. Aber wir haben, was wir wollten. Ach ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt so ewig gebraucht hat. Ich hätte einfach nur die Hundeklappe nochmal anschauen sollen. Ja. Nicht wahr? Here goes nothing. Yes! God damn! You see anything in there? No. Looks like it's been empty a while. Uh-oh. Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man. Lass doch Clementine kurz durchkrabbeln. It's no good, I can't get it. Here, let me try. I think I can... Verdammt mal, kommst du sofort zurück? Alles okay? Was siehst du? Clem, are you okay? Say something! Gut gemacht, Clem. Du hättest mich zuerst fragen sollen. Good work, Clem. But don't go shooting off like that without asking first, okay? I was just trying to help. I know. And you did good. You just had me worried there for a minute. Can we maybe have this conversation inside? My leg's starting to hurt like hell. Looks okay from here. Everybody in. Doch noch geschafft, hey! Keine 10 Minuten Todlangeweile. Sorry. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Thanks, babe. So, when were you going to tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone ich wusste else es the nicht. Other end of ich that weiß thing. Es erst seit you gestern. You think that might have been worth sharing with the rest of us? I was going to tell you. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street, and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does sie verfolgen uns. Sie waren uns nicht wohlgesinnt. Ich glaube, sie wollten uns helfen. There's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. Whoever it was, seems like they're following us. I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. Holen wir uns etwas aus. Ich stimme Kenny zu. Wir müssen Chuck suchen. I think we could all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kenny. At least until those walkers outside wander off and Omid's feeling better. He best feel better quick. I ain't gonna wait around here too long. Place seems secure, at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house.
right, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Is there anything I can do? Thanks, I got it. Hang out with Krista and Omid until I get back, okay? Lee, I'm sorry. What for? Going through the door like that without checking first? I guess that was pretty dumb, huh? Just ask me first the next time you're gonna outsmart all the grown-ups, okay? Okay. Okay, liebe Leute. Mal ein bisschen, das Ganze laufen lassen, weil ich dachte, jetzt habe ich auch sehr lange gebraucht, um überhaupt ins Haus reinzukommen. Dann will ich auch den Dialog hier nicht unterbrechen. Wir sind reingekommen in ein fremdes Haus. Auf dem Foto hat man schon eine Familie gesehen, die hier anscheinend vorgelebt hat mit Hund, der tot ist, den wir ausgraben durften. Sehr schön. Und was wir hier noch so alles ausgraben werden und finden werden, das sehen wir dann im nächsten Part. Wie immer ein sehr schneller, ja, hektischer, gefährlicher Einstieg in die neue Episode. Trotzdem gefällt mir The Walking Dead gerade deswegen besonders gut. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch oder konstruktive Kritik, wenn dann, oder überhaupt ein nettes Kommentar oder so. Entscheidet das selber. Ich freue mich jedenfalls sehr darüber, wenn ihr mir weiter zuschaut. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.